Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Heute meldet sich MyGamerHot zu Wort und verabschiedet sich somit von der Computerstimme, Leute. Denn wir haben einfach schon über 350 Abonnenten auf diesem Kanal geschafft, Leute. Dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Und da gehen auf jeden Fall Props an euch raus. Hört sich jetzt vielleicht nicht so viel an, aber dafür, dass ich alles mit der Roboterstimme gemacht habe und erst seit 1,5 Monaten regelmäßig YouTube-Videos mache, bin ich auf jeden Fall schon sehr dankbar. Und ich weiß auf jeden Fall, wer immer kommentiert, wer immer liked, Leute, dafür wird es auf jeden Fall später irgendwas zurückgeben. Ich denke mir da schon was aus, aber auf jeden Fall Props gehen raus an euch und danke dafür. Auf jeden Fall könnt ihr oben rechts an der Umfrage teilnehmen, ob ihr meine Stimme angenehm findet oder ob ihr die Roboterstimme besser findet. Und ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, ob ihr die Mikrofonqualität angenehm findet, denn ich will mir später ein neues holen und deswegen möchte ich von euch eure Meinung wissen. So, aber genug gelabert, Leute, fangen wir mal mit dem heutigen Video an. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr schnell in GTA Online Geld verdienen könnt. Das Ganze ist richtig einfach und geht solo, Leute. Und dafür müsst ihr einfach auf Missionen gehen, die von Rockstar erstellt wurden, geht ganz runter auf alles Müll. Diese startet ihr einfach, sie ist ab Rang 81 verfügbar. Wenn ihr das Ganze nicht seid, dann müsst ihr andere Geldmethoden machen, die ich euch unten verlinkt habe. So, wenn ihr jetzt hier angekommen seid, stellt ihr diese Mission ganz einfach auf schwer und startet sie, Leute. Aber keine Angst, Leute, diese Mission bleibt trotzdem richtig einfach. Für mich ist diese Mission einer der leichtesten in ganz GTA Online, wenn ihr die so wie im Video macht, Leute. Und zwar gibt es hier zwei Methoden. Die erste ist, wenn ihr das Ganze jetzt mit einem Kampfjet macht oder mit einem Kampfhelikopter, dafür ruft ihr einfach Pegasus an und bestellt diesen einfach. Ich habe das Ganze jetzt mit der Hydra gemacht und habe sie jetzt bestellt und hole sie jetzt ab, Leute. Die zweite Methode ist mit dem Kuruma und diese Methode dauert etwas länger. Dann kriegt ihr zum Schluss auch mehr Geld, aber in der Zeit könntet ihr mit der anderen Methode diese Mission zweimal machen. So, und zwar müsst ihr jetzt einfach mit dem Kuruma zu dem Müllwagen hinfahren und eine C4 auf die schmeißen und die ganz einfach in die Luft sprengen. Das Ganze macht ihr auf jeden Fall viermal und zwar bei vier verschiedenen Müllwegen. Wenn ihr das dann gemacht habt, habt ihr schon fast die komplette Mission geschafft, also richtig schnell und richtig einfach, Leute. Ich komme mal zurück zur Methode mit der Hydra oder mit dem Buzzard. Und zwar flieht ihr einfach zum jeweiligen Müllwagen hin und sprengt ihn einfach. Habt ihr das Ganze nun viermal gemacht, müsst ihr einfach zu der Location hinfahren, die euch auf der Karte markiert wurde. Und wenn ihr dann hier angekommen seid, killt ihr einfach die gegnerische Kuh hier. Und da kriegt ihr pro Kill 25 RP. Das heißt, ihr könnt neben dem Geld auch gut RP sammeln. Aber das bringt nur was für die Anfänger unter euch. Die fortgeschrittenen Spieler, die machen hier nicht so viel RP. Aber nebenbei ein bisschen RP zu machen, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wenn ihr das Ganze mit dem Kuruma macht, dann dauert es ein bisschen länger, da ihr alle mit der Waffe killen müsst. Aber trotzdem ist diese Mission noch richtig gut, um Geld zu verdienen. So, wenn ihr diese zwei Müllwegen da zerstört habt, dann müsst ihr den Boss der Crew noch killen. Bei mir ist jetzt die Hydra abgekackt, also die ist abgestürzt, Leute. Da habe ich einfach jetzt ein Straßenauto genommen und bin ihm gefolgt. Und der ist hier schon bis zum Hafen gefahren, Leute. Also hier müsst ihr auf jeden Fall schnell sein, um ihn zu killen. An dieser Stelle habe ich einfach eine C4 auf sein Auto geworfen und habe sie dann gezündet. Dann war die Mission auch direkt bestanden. Und ich habe hier 15 Jobpunkte bekommen. Über 18.000 GTA-Dollar und über 3.000 RP, Leute. Aber ich möchte sagen, dass ich für die Mission länger als sonst brauchte, denn ich bin ja mit der Hydra abgestürzt und musste extra bis zum Hafen mit einem Straßenauto fahren und da brauchte ich um die 10 Minuten, Leute. Da habe ich dann 18.000 Dollar bekommen. Aber wenn ihr das Ganze mit dem Helikopter macht und nicht abstürzt, dann braucht ihr um die 5 Minuten und ihr kriegt dann so 12.000 Dollar, müsst ihr hinkommen, Leute. Aber wenn ihr das dann 50 Minuten lang macht, macht ihr auf jeden Fall über 200.000 GTA Dollar. Und das ist für eine Mission schon richtig heftig, Leute, da diese Mission schnell und einfach geht. An dieser Stelle war es das eigentlich mit dem Video. Schreib in die Kommentare, falls du Verbesserungsvorschläge hast, wie ich kommentiere, zum Beispiel ob ich zu schnell kommentiere oder sonstiges. Natürlich kannst du auch oben rechts an der Umfrage teilnehmen, ob du meine Stimme angenehm findest. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du da teilnehmen würdest. Aber das war es jetzt eigentlich mit dem Video. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass einfach mal ein Like da. Und für mehr GTA 5 Videos abonniere einfach mal meinen Kanal, damit du auch nichts mehr verpasst. Und an dieser Stelle würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.